Heute frage ich euch, was eure Eltern arbeiten. Meine Mom ist Lehrerin. Und dein Dad? Er ist Rechtsverdreher. Du meinst Rechtsanwalt. Fletcher Reed hat richtig Karriere gemacht. Sie sind das arme Opfer. Er trieb sie in die Arme eines anderen Mannes. Was macht das schon? Eine Lüge. Sagen Sie, es ist in der Post. Das Benzin ist ausgegangen. Haben Sie abgenommen? Hat er immer auf Lager. Das wahre Opfer ist mein Mandant. Versetzen Sie sich einen Augenblick in seine Lage. Sie kommen aus der Kirche. Und plötzlich begegnen Sie ihm, dem ominösen Mann aus dem Schatten. Aber was ihn zum erfolgreichen Anwalt macht... Ihre Ex-Frau hat angerufen. Ich habe heute Nachmittag einen Prozess. Fletcher, er hat Geburtstag. Macht ihn auch zu einem unberechenbaren Vater. Er wollte kommen, er hat's versprochen. Doch eines Tages beschließt sein Sohn, einen ehrlichen Mann aus ihm zu machen. Ich wünsche mir, dass mein Dad nie mehr lügt. Na, war's schön für dich? Ich hatte schon mehr Spaß. Und jetzt? Hast du ein bisschen Kleingeld, Mister? Aber selbstverständlich. Du könntest mir was geben. Könnte ich? Ich kann nicht mehr lügen. Darf er nur noch die Wahrheit sagen? Gefällt Ihnen das Kleid? Prima, es lenkt von Ihrer Frisur ab. Die reine Wahrheit. Wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe? Weil ich ohne zu blicken die Spur gewechselt habe, viel zu schnell war und über die rote Ampel fuhr. Und nichts als die Wahrheit. Das war ich! Wunsch hat sich erfüllt. Sagst du jetzt immer die Wahrheit? Wie fühlen Sie sich heute Morgen, Herr Anwalt? Nicht besonders. Ich hatte ein verhunztes sexuelles Abenteuer letzte Nacht. Von Universal Pictures und Imagine Entertainment. Und vom Regisseur des verrückten Professors. Jim Carrey. Der Dummschwätzer. Sind Sie neu hier? Mhm. Und alle sind wahnsinnig nett zu mir. Kunststück. Eine Frau so gewaltige.